Im letzten Video haben wir über die krassesten Grafik-Games gesprochen, die uns dieses und nächstes Jahr noch auf der PlayStation 5 erwarten werden. Dazu habt ihr uns jede Menge Kommentare geschrieben. Da schreibt der Chris 1995 zum Beispiel bezüglich Final Fantasy VII Remake, wollte ich kurz noch hinzufügen, dass das Crisis Core Remake Remaster dieses Jahr kommen soll. Das Final Fantasy VII Rebirth soll dann nächstes Jahr erscheinen. Euch noch eine schöne Zeit. Ja, vielen lieben Dank, Chris, dir auch natürlich. Das Final Fantasy VII Remake von Crisis Core, das kommt dieses Jahr noch. Es hat noch keinen fixen Termin, aber es ist definitiv für dieses Jahr mit Erscheinungstermin angekündigt. Final Fantasy VII Rebirth, was der zweite Teil ist vom Final Fantasy VII Remake, das kommt erst nächstes Jahr raus, auch noch ohne fixen Termin, aber angekündigt für 2023. Dann schreibt Tarik Vogt hier, vielen, vielen Dank für euren Beitrag. Ich bin ein alter Mann, der das Game erst vor einem Jahr entdeckt hat. Also total noch ein Küken, manchmal ganz viele. Deshalb möchte ich euch mitteilen, dass ich sehr viel von euch lernen durfte. Warum? Vielen, vielen Dank an euch. Zu eurer Frage, gute und geile Grafik löst bei mir immer wieder das Wow-Effekt aus. Also mega wichtig. Ja, das ist aber auch definitiv der Fall. Also so geht es mir auch. Es ist immer so, dass wenn eine richtig geniale Grafik ist, das ist immer so ein bisschen so dieses Wow. Also so ging es mir zum Beispiel bei Final Fantasy VII Remake, wenn man einfach die Grafik von damals im Kopf hat und man hat sich ja die Charaktere, dadurch, dass sie ja nur so kleine Pixelfigürchen waren, immer irgendwie vorgestellt, wie sie denn aussehen würden, wenn sie denn in guter Grafik da wären. Und dann das zum ersten Mal wirklich in so einer richtig genialen Grafik zu sehen, das war schon so ein Wow-Moment. Und deswegen kann ich das voll nachvollziehen. Aber es gibt auch viele verschiedene andere Games, die genau diesen Wow-Effekt auch erfüllen. Also zum Beispiel Horizon Forbidden West ist, finde ich, auf jeden Fall so ein Kandidat für so etwas. Also gerade die gesamten Landschaften dort. Und das war einfach ein kompletter Wow-Moment, diese Grafik. Dann schreibt der Matze, ich als Xbox Series X-Spieler und Besitzer eine PS4 würde mich über ein Days Gone 2 und ein Death Stranding 2 mit Unreal Engine 5 freuen. Die Titel wären für mich definitiv ein Kaufgrund für eine PS5. Ein The Last of Us Part 3 wäre auch sehr stark. Apropos, kommt ARK 2 nicht nur für Xbox Series und PC? Ich meine, gelesen zu haben, dass es nicht für PS4, PS5 erscheint. Das mit ARK 2 und PS4, PS5 ist tatsächlich noch nicht zu 100% sicher. Es soll aber auch auf PS4, PS5 erscheinen. Allerdings etwas später als auf Xbox und PC. Zum Thema Days Gone 2, da wäre ich definitiv auch dabei. Also das mit heutiger Grafik wäre auch ziemlich cool. Death Stranding 2, ich weiß nicht, also da war die Grafik ja eigentlich schon relativ weit. Ich weiß nicht, wie viel man da noch ein bisschen, man könnte definitiv noch ein bisschen was rausholen, aber ich kann mir denken, dass momentan da der Unterschied vielleicht gar nicht so krass wäre, aber vielleicht in 1, 2, 3 Jahren wäre das schon interessant, weil dann ist wahrscheinlich auch die Entwicklung weiter fortgeschritten, dass man dann noch viel geilere Grafik dann auf der PS5 machen kann. Dann schreibt Seblo, nice Video, wenn God of War Ragnarök kommt, dann bin ich mit Kratos und Atreus unterwegs auf der PS4 und eins will ich mit Kratos Thor seinen eigenen Hammer in die Fresse werfen. Allerdings stellt sich die Frage, wie geht es für Kratos aus am Ende? Ich habe wenig Sorgen, A Plague Tale Requiem, bin auch gehypt, ist auch vorbestellt und freue mich drauf. Ein Fantasy 7 Remake Rebirth bin ich gehypt und freue mich unter anderem mit Tifa schön die Gegner zu verprügeln und die Story wie fortgesetzt. Wie allerdings fraglich, ob es Winter 2023 kommt. Wer weiß, wie die PS5-Lage bis dahin ist. Das Remake zu The Last of Us 1 kann ich mir sparen, habe es auf PS3 und PS4, so sehr ich es liebe, aber ein drittes Mal brauche ich nicht. Da freue ich mich mehr auf das Remaster von Crisis Core Final Fantasy 7, weil den PSP-Ableger habe ich nie gespielt, da ich keine PSP hatte und freue mich, es nachzuholen. Sofern es sich nicht zu nahe an God of War Ragnarök stellt, dann könnte es stressig werden. Also Sablo, Final Fantasy Crisis Core, unbedingt! Aber wirklich sowas von unbedingt. Für die Story so wichtig, dieser Teil. Ich kann es dir nur empfehlen. Bitte, bitte spiel's auf jeden Fall.
So, dann schreibt Anakin Lord Vader. Das sind Spiele, darauf freue ich mich am meisten. The Last of Us Part 1, Grafik und Gameplay, A Plague Tale 2 wegen DualSense Controller, God of War Ragnarök endlich die Geschichte fortsetzen können. Ja, also God of War Ragnarök hat jetzt endlich auch einen Release-Termin bekommen. Und zwar ist es der 9. November dieses Jahr. Also für den 9. November nehmt euch mal nichts vor, falls ihr das spielen möchtet. Da kommt es raus, wenn es denn nicht verschoben wird. Also ich hoffe, wenn es verschoben wird, dann vielleicht nur um kurze Zeit. Es ist ja immer wieder mal, dass Spiele so kurz vor knapp doch noch verschoben werden. Mal gucken. Aber auf jeden Fall, der jetzt genannte Release-Termin ist der 9. November. Dann schreibt Flanders75 Bezug nehmend auf ein anderes Video auf diesem Kanal und dafür, dass auf der PS5 keine Spiele rauskommen sollen, schauen einige davon doch ganz gut aus. Ja, das ist richtig, die schauen wirklich gut aus. Aber ich glaube, das Video, auf das du Bezug nimmst, ist ja das, wo wir gesagt haben, es kommen sehr, sehr viele Remakes raus und Remaster und relativ wenig neue IPs. Und ich glaube, darauf haben wir uns eher bezogen. Aber ja, es stimmt, es kommen tatsächlich viele gute Grafikspiele raus. Welche aber auch tatsächlich ein paar darunter sind, die Remakes und Remaster sind. Das Thema hatten wir ja eben in dem einen Video und ich finde auch Remaster und Remakes sind halt cool, wenn sie denn auch einen richtig großen Unterschied zeigen können zur vorherigen Grafik. Remaster ist ja mehr eigentlich nur aufpolierte Grafik, aber das Spiel bleibt das gleiche. Remake ist ja ein komplett neues Spiel, das dann in aktueller Grafik nochmal komplett neu gemacht wird, wie zum Beispiel Final Fantasy 7, bei dem ja tatsächlich auch sehr viel, so wie es aussieht, von der ursprünglichen Story auch geändert wird. Im ersten Teil, im Remake, das 2020 rauskam, wurde noch nicht sehr viel geändert, aber mit dem Trailer, den wir zu Rebirth bekommen haben, also da sieht man, es geht in eine ganz andere Richtung wie das Original und ich habe da eine ziemlich krasse Theorie, da weiß ich jetzt aber noch nicht, ob ich die jetzt verraten möchte, weil die vielleicht zu viel spoilert. Ich werde aber definitiv da noch drüber sprechen, über diese Theorie, weil ich glaube, das wird sehr interessant. Dann schreibt Hypernova 1960 hier, nein, also im Rennspielbereich ist Forza Horizon 5 grafisch führend auf der PS5, allerdings GT7, klar, es gibt aber auch nur GT7. Ja, natürlich, wenn wir uns jetzt auf eine Konsole beziehen, dann können wir auf der Konsole ja auch nur das Spiel nennen, das die beste Grafik hat. Wir haben jetzt uns speziell auf die PS5 bezogen, deswegen ist jetzt natürlich Forza Horizon grafisch da jetzt nicht mit aufgetaucht. Genauso wenig wie viele andere Spiele auf der Xbox. Genauso abartig geniale Grafik haben und auf die ich mich da auch sehr, sehr freue, ist zum Beispiel Hellblade 2, ein Titel. Den erwarte ich auch schon sehr lange und da gibt es jetzt aber auch noch keinen Release-Termin. Ich glaube, vielleicht machen wir einfach mal demnächst ein Video mit den besten Spielen auf der Xbox Series X. Das wäre auch eine Idee. Dann schreibt Thomas G. hier, Horizon Forbidden West, Resi 8, GT7, Callisto Protocol, God of War, Ragnarök, Chrono Odyssey, F1 22 sind leider keine Next-Gen, sondern Cross-Gen-Games und erscheinen auch auf PS4. Die Games basieren leider auf alten Grafik-Engine. The Last of Us Part 1 Remake nutzt zum Beispiel die PS4-Grafik von Part 2. Nicht falsch verstehen, die Games sehen super aus. Genau, darum ging es ja. Auf das Dead Space Remake und Plague Tale Requiem bisher noch Next-Gen-Titel bin ich auch sehr gespannt. Beide Spiele übrigens Day One im Game Pass. Bei der Vorstellung der neuen Konsolen sah es damals so aus, als würde Sony auf PS5 Exclusive setzen und Xbox auf Cross-Gen nach 2 Jahren. Sieht man genau das Gegenteil. Grafisch ist FSR 2.0 auch sehr spannend. Dadurch sehen wir etwas mehr FPS, mehr Grafikdetails und einfaches Raytracing bei 60 FPS. Mein Grafik-Highlight ist Black Myth Wukong mit Unreal Engine 5, RT 4K 60 FPS, DLSS und Dolby Atmos. Ja, also vielleicht haben wir uns da ein bisschen falsch ausgedrückt mit Next Gen. Also wir wollten einfach Spiele zeigen, die halt einfach von der Grafik her richtig genial aussehen. Und ja, das ist richtig, die kommen natürlich auch noch auf PS4 raus. Also wir wollten einfach die Games nennen, die einfach so diesen Wow-Effekt haben. Und dann schreibt zum Beispiel der Stefan Lück, Grafik ist nicht alles, was bringt mir die geilste Grafik, wenn das Spiel nicht taugt, bin mit der aktuellen Grafik und mehr FPS zufrieden, finde ich eine sehr, sehr, sehr
gute und wichtige Aussage. Grafik macht natürlich schon diese Wow-Effekte, diese Wow-Momente, macht das Spiel oft auch immersiver. Aber was bringt das alles, wenn das Spiel an sich eben nichts taugt? Also das dürfen wir nie vergessen, bevor wir uns jetzt nur noch an Grafik und nur noch an der Optik aufhängen. Das Spiel ist ja das, was letztendlich auch Spaß macht. Und ich finde, es muss immer so eine gute Kombi sein. Die Grafik muss quasi so gut sein, dass sie irgendwie nicht aus dem Spiel herausreißt. Und das Spiel muss einfach so gut sein, dass es halt auch der Grafik irgendwie gerecht wird. Also nur Grafik, schlechtes Spiel wäre nichts, geniales Spiel und schlechte Grafik geht auch nicht wirklich gut. Beziehungsweise ich meine jetzt nicht schlechter Grafik, Spiele, die in die Spiele, die sehr simple Grafik verwenden, weil die ist ja oft stilvoll und auch bewusst so gewählt, sondern ich meine wirklich schlechte Grafik im Sinne von hat Bugs, sieht nicht gut aus, die Gesichter sind einfach nur starr und tun nichts, das meine ich damit. Weil das kann einem schon extrem herausreißen, wenn man jetzt ein sehr, sehr gutes Spiel hat, das spielerisch toll ist, das auch von der Story her toll ist und die Charaktere mit eingefrorener Mimik miteinander sprechen, das reißt mich dann leider auch ein bisschen raus. Aber eben, das ist ja so das Wichtigste. Und liebe Leute, vielen, vielen Dank für die vielen Kommentare. Wie immer habe ich nicht jeden vorlesen können, habe mich trotzdem über jeden gefreut. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal.